Dieses Teil hier habe ich mir auf Amazon gekauft. Das ist ein Glas-Bottle-Cutter, also ein Glasflaschenschneider. Und den will ich einfach mal ausprobieren, weil ich möchte mir Lampen für den Garten machen, die auf Stielen stehen, so wie fackelähnlich, mit so farbigen Krepppapier eventuell, ganz viele nebeneinander, dass es ein bisschen so bunt ausschaut. Ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich mal so ein Glasschneiderteil ausprobieren. Habe mir diesen gekauft, Link in der Beschreibung. Und jetzt seht ihr einfach mal, was hier alles in dieser Box dabei ist. Und später werde ich dann sicher auch mal ein Video machen, wie ich eine Glasflasche schneide. Hier ist Schmirgelpapier. Und hier ist diese Platte, auf der man die Flasche dann drauflegt und justieren kann. Ich packe das Ganze mal aus, dann sehe ich es besser. So, schaut das aus. Eine massive Platte. Okay. Dü-dü-dü. Hier haben wir auch noch was drin. Jawohl. Wie man das jetzt zusammenbaut, das werde ich mir dann noch durchlesen. Und in einem weiteren Video zeige ich euch dann, wie ich Glasflaschen schneide, falls es funktioniert. Ich hoffe es doch. Macht's gut, Leute. Ciao.